dann kommt man durch, dann überleben wir ohne nennenswerte bleibende Schäden, oder? Auch wenn es mal zwischendurch hart ist, wirklich. Es gibt diesen Zyklus mit diesem, oder der Hirsch auf dem Kessel von Gundestrup, der ja etwa mehr als 2 bis 2.500 Jahre alt ist, zeigt, oder der Hirsch, man sieht immer wieder die Relation zwischen Mensch und Hirsch, also der Hirschmensch, den gibt es eben auch, das ist genau der träumende Mensch, das ist der Mensch, der Visionen hat, Informationen von einem Höheren, das ihn selber, das uns überragt. Dort kommen Informationen her und jedes Mal, wenn wieder er macht Wachstumsschritte, die sind eben zu leisten. Und das ist Arbeit an sich selber, oder? Und so kommen wir immer an höherwertige Informationen, aber jedes Mal auch kommen wir, das sind bei anderen, in anderen Systemen abgebildet, sind das, ist das, wenn wir sterben und dann in einer neuen Inkarnation wiederkommen. Dann mit meist hoffentlich besseren materiellen Voraussetzungen, wenn wir das Leben gut gemeistert haben. Und aber im Vorsesshaftigkeit ist es so, dass wir viele solche Leben in einem drin haben und jedes Mal, wenn wir wieder eine neue Charakterstufe auch errungen haben, das vorherige abgelegt haben und dann in eine, wie auch in eine neue Identität hineinkommen, dann ist entsprechend beim Hirsch, wenn er wieder sein Gehirn, sein Geweih komplett ablegt. Und dann wächst ihm ein neues Geweih mit einem Zacken mehr dran, oder? Das ist so schön abgebildet dort drin, oder? Aber wir sehen eben auch, wenn wir dann im zeitlichen Ablauf auf, eigentlich wie ein Detail zu dieser Entwicklung des Wachstums des Geweihs ablegen und Wachstum, sehen wir die Zwischenzustände, wo eben diese höhere Intelligenz, die wir tatsächlich wahrnehmen können, wie die in den Händen einen so je einen, also Hirsche so in den Händen hält und die hangen dann so runter, oder? Und das sind so schwierige Zwischenzustände, die wir auf uns nehmen müssen. Und dann kommen wir zu einem Wachstum auch der Qualität der Information, die wir erhalten. Also das ist nicht einfach nur ein Spiel, dass wir sagen können, wir machen jetzt Schamanismus und dann haben wir alles erleuchtete alles, zu allem, dann eigentlich dann wirklich unfehlbare Information. Das muss errungen werden, oder? Der zweite Punkt ist Yogananda, scheinbarer Widerspruch. Einerseits hat er ja wirklich dokumentiert diesen enormen Ranzen, oder? Und aber die Aussage Neue Zürcher Zeitung, er habe ein geheimes, nicht Bordell, ein, wie sagt man, er habe einfach im Versteckten, ja, eben, ja, mit Frauen eben doch Sexualität gehabt, sogar Kinder, obwohl er in der Lehre eben für die Keuschheit einsteht. Ich habe noch gesehen, er hat auch, Gandhi ist für ihn ein Heiliger, oder? Weil er unter anderem, weil er sich bereits nachdem sie sich Kinder gezeugt haben, für die Keuschheit entschieden haben, oder?
Und es gibt ja auch so eine Anekdote, dass er dann einmal, um zu beweisen, wie weit entwickelt er ist, dass er ins gleiche Bett gestiegen ist, zusammen mit einer Frau, mit einer anderen Frau. Und die hat dann bezeugt am nächsten Morgen, dass Entschuldigung, dass Gandhi, dass er sie nicht berührt hat, oder? Und das war dann, und das ist ihm dann von westlichen Psychologen dann vorgeworfen worden, er hätte einen Vaterkomplex, in dem er eben sich beweisen müsse, oder? Gut, also ich glaube, es ist gut, wenn man sich so im Griff hat, das ist völlig gut so, aber nicht, dass das dann ein Lebensstandard sein sollte, oder? Dass man dann Sexualität nicht leben würde, diesen Power dort auch für sich, wir brauchen das, wir sind wesentlich stärker, das kann man ja auch biologisch nachweisen, die guten Wirkungen von gelebter Sexualität. Aber das muss dann auch eine entwickelte Sexualität sein und die gibt es einfach im System von Yogananda nicht, oder? Ein System, das Keuschheit betet, vorbetet und man Keuschheit beten muss, hat keine entwickelte Sexualität, wie denn auch, oder? Und das ist eine Erklärung, weshalb er mit seiner verkrüppelten Sexualität eben dann auch so Kompensationen eben dann auch gebraucht hat, wie ja, Überkonsum an Nahrungsmitteln, oder? Das sind die beiden Punkte an diesem Sonntag, den 10. Oktober 2021. Machen Sie es gut!